Hey Leute, ich bin's wieder, Mike. Wir haben heute wieder mal einen wunderschönen Samstag. Die Sonne kam sogar raus. Wir hatten herrliche Temperaturen draußen, haben sie immer noch, wobei die Sonne jetzt schön langsam verschwindet. Entschuldigt bitte mein etwas vielleicht fertiges Auftreten. Ich war gestern sehr lange unterwegs und bin gerade noch so am Auskurieren. Wir haben heute ein sehr brisantes Thema, ein Thema, das ich eigentlich ungern anspreche, vor allem in der Öffentlichkeit. Ich rede auch mit meinen Freunden nicht wirklich über Religion, kommt drauf an, wie gut die Freunde sind, mit meinen besten Freunden schon, aber mit Bekanntschaften oder generell nicht so tiefgründige Freundschaften, nicht über dieses Thema, weil dieses Thema wirklich Freundschaften entzweien kann, wo ich mir denke, warum? Ich habe schon Freundschaften verloren aufgrund eines Religions- bzw. Glaubenskonflikts und da ich nicht möchte, dass das noch einmal passiert, lasse ich dieses Thema einfach raus und unterhalte mich über andere Sachen. Es gibt so viele andere Sachen, über die man sich unterhalten kann. Die Religionen oder Glauben. Das ist etwas, was sehr persönlich ist. Ich muss dazu sagen, ich bin bekennender Atheist. Ich glaube an kein übernatürliches Wesen, das uns irgendwie in irgendeiner Art regiert oder uns Gutes tun soll. Ich habe in meinem Leben schon so viel Unglück erfahren, dass ich einfach den Glauben an so etwas Gutes oder wie auch immer man das nennen sollte, verloren habe. Schon allein, wenn ich mir ansehe, wie viele Menschenleben das Thema Religion bzw. Glauben in unserer ganzen Geschichte schon gekostet hat, ist einfach unglaublich. Egal welche Religionen, es ist keine besser wie die andere, alle haben Leute umgebracht, alle haben Menschenleben geopfert für irgendwas anderes. Warum muss das sein? Warum? Warum kannst du nicht still und heimlich in deiner Ecke beten, wenn du möchtest? Das kannst du gerne machen. Aber zieh keine anderen Menschen mit rein und schon gar nicht verletze andere Menschen nur wegen deiner Religion oder wegen deinem Glauben. Das Thema Religion und Transsexualität ist insofern sehr schwierig zu beantworten, weil es natürlich auch sehr viele Glaubensrichtungen gibt und die auch unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema haben. Ich habe mich vor ein paar Jahren mal mit ein paar Leuten über dieses Thema unterhalten und ich habe sehr richtig komische beziehungsweise Antworten bekommen, die ich nicht verstehen kann. Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinen und ich könnte es mit mir selbst nicht vereinen, wenn ich in diese Haut stecken würde, beziehungsweise wenn ich so einen Glauben hätte. Aber diesen Personen ist es anscheinend sehr wichtig. Ich habe mit einer Person gesprochen, die aus einem römisch-katholischen Haushalt kommt, beziehungsweise sehr gläubig ist, auch in dieser Richtung. Dann habe ich gefragt, wie machst du das? Weil die römisch-katholische Kirche ist ja so, dass sie, ich glaube, sie lehnt Transsexualität nicht ab, aber sie sagt, es ist ein Fehler Gottes. Also, weil Gott hat dich geschaffen in dem Körper, in dem du bist und du sollst, keine Ahnung, Kinder kriegen oder du sollst das halt machen, wozu du geschaffen bist. Ja, Männer sollen Kinder zeugen und Frauen sollen Kinder kriegen. Biologische natürlich. Wenn du jetzt natürlich, in meinem Fall, müsste ich dann jetzt Kinder kriegen. Will ich aber nicht, kann ich nicht, bin ich nicht, nein, einfach nein. Und dieser Mensch hat dann einfach gesagt, war auch ein Transmann, hat dann gesagt, ja, ich akzeptiere es, dass ich ein Fehler Gottes bin. Und ich habe mir dann die ganze Zeit, ich habe mir wochenlang darüber den Kopf zerbrochen, wie man mit so einem Gedanken ruhig schlafen kann, wie man mit so einem Gedanken leben kann, dass man ein Fehlprodukt Gottes ist. Ich verstehe es einfach nicht und ich glaube, ich werde es nie verstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, so ein glückliches Leben führen zu können, wenn man von sich selbst glaubt, man ist nicht gewollt, nicht erwünscht. Wir reden jetzt gar nicht von perfekt oder so, wir reden einfach davon, dass ein Mensch für sich auf seine eigene Art und Weise perfekt ist. Nicht, dass das perfekt, das die Gesellschaft vorschreibt oder vorschreiben zu meinen. Jeder Mensch ist einzigartig. Und ja, wie gesagt, ich könnte es nicht vereinen mit meinem Gewissen, wenn ich so denken würde. Denken sicher auch nicht alle, die diesen Glauben haben und diese Religion auch ausüben oder wie man das auch immer nennt. Denken das nicht von sich selbst, aber ich sag nur, das ist ein Mensch, den ich kennengelernt habe, den ich leider nicht verstehe, aber ich bin froh darüber, dass es mir gesagt hat, beziehungsweise jetzt weiß ich zumindest, wie es ist, wenn man trans ist und in einer religiösen Familie ist, beziehungsweise wenn man religiös selbst ist und auch an das glaubt. Es bringt es nichts. Ich glaube daran, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Geld regiert die Welt, nur wer regiert das Geld? Tja, mit diesem wunderschönen Zitat möchte ich mein Video auch wieder beenden. Ich hoffe wirklich inständig, dass ich keinen irgendwie auf irgendeine Art und Weise beleidigt oder sonst irgendwie ihnen auf die Füße getreten bin oder sonst was. Das war nicht mein Plan oder mein Ziel. Ich wollte einfach nur kundtun, was ich von diesem Thema halte, beziehungsweise wie ich dazu stehe. Meine Meinung kennt ihr jetzt und ja.
Ich wünsche noch einen schönen Samstag. Falls bei auch so schönes Wetter ist wie bei uns, dann geht raus, genießt noch die letzten Sonnenstrahlen, bevor der Schnee kommt. Und ja, haut rein. Man sieht sich.